Ab dann, guter Mann. Ihr braucht nicht zufällig ein Schild? Ein Schild? Was soll ich mit einem Schild? Ich bin Bogenschütze. Falls jemand zu nahe kommt. Ihr könnt es auch einfach nur tragen. Okay. Jonah grinst und geht ins Zelt. Übergib ihm feierlich das Schild. Danke. Das ist ein Ordensschild, oder? Bitte? Ein Ordensschild, oder? Genau, vom Heiligen Herdfeuer zu Romulus, wenn euch das was sagt. Ich gehe davon aus, dass euch das was sagt. Danke, das ist nett. So eins habe ich noch nicht auf dem Mithraelsfeld gefunden. Klopft so ein bisschen gegen. Klonk, klonk. Danke. Hebt das so kurz hoch und geht dann. Schön drauf aufpassen. Ich schaue ihm lächelnd hinterher und betrete dann das Zelt auch. Ja, der Gestank nach Wundbrand wird stärker. Es riecht auch wieder so ein bisschen nach Kräuter, nach Alkohol und vor allem nach infiziertem Fleisch. Ihr könnt dann herantreten an eine Pareingeweihte, die hier tatsächlich dann auch vor mehreren Personen kniet. Viele sind wohl gestorben. Unglaublich viel Blut. Ihr wisst gar nicht, dass Menschen so viel Blut haben können, aber wenn ihr dann an, es sind wohl drei Krieger herantretet, der eine wohl auch offiziell dann als Rondra-Kutu zu erkennen, könnt ihr sehen, wie sich das Fleisch bzw. vor allem die Wundränder schwarz-rot verfärbt haben und stetig bluten. Sie ist wohl gerade dabei, die Wunden wieder zu verbinden, zu waschen, zu reinigen, aber allein die Anzahl der blutigen Lappen, die hier neben liegen, spricht wohl wieder Bände für das, was euch schon gesagt worden ist. Das sieht ja übel aus. Werte Dame, eure Gnaden, Ja, willkommen. Dürfte ich hier sein? Ja. Die Heiltränke, um die ich gebeten habe. Deswegen sind wir nicht hier. Wir wollten uns die Leute mal angucken. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen, warum das nicht aufhört zu bluten. Verzeiht mir, aber ihr seht mir nicht sehr heilkundig aus. Nein, wir sind diejenigen, die den Herren, der das verursacht hat, fragen sollen. Ein Adeptus, verzeiht, sie macht eine große Verbeugung vor Alpharan. Ja, ich nicke zu. Tretet doch gerne näher, wenn ihr mögt. Und eure Begleiter dürfen natürlich auch, ich hatte euch eben nicht gesehen. Ja, wie gesagt, wir sind hier, um die Wunden und die Verwundeten anzuschauen. Das sieht ja nicht gut aus. Ich hoffe, es ist nicht ansteckend. Nein, ansteckend ist es wohl nicht, zumindest nicht in diesem Teil des Zeltes. Ich habe schon so viel versucht, Heilungssegen, ich habe die Herren Pareine gebeten, uns zu helfen, ich habe verschiedene Alchemisten bemüht, aber die Wunden reißen immer wieder erneut auf. Ich gehe davon aus, dass hier kein anderer Adept anwesend ist. Nein, also andere Magier kannst du nicht erkennen, es gibt keine Spitzhüte oder so, sie ist aktuell die einzige Geweihte, die hier ist und ja noch zwei, drei andere Männer und Frauen, so Fälscher, die dann wohl mit irgendwelchen Bestecken operieren und gerade an anderen entweder Leichen stehen oder aber an der Schwerverletzten, die gerade schlafen. Ich schaue zu den anderen. Je nachdem, wann wir aufbrechen wollen, kann ich natürlich mal hier einen Zauber versuchen oder auch nicht. Habt ihr es bereits mit Zaubern versucht? Wende ich mich an die Geweihte. Nein, zaubermächtig bin ich leider nicht. Ich verfüge über keine Sternenkraft, so wie man glaube ich sagt. Alles, was ich versucht habe, ist diese Heilungssegen von der gütigen Herren. Nur tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich denke nur nicht, dass es besonders effektiv ist. Außerdem folgt mir mal runter und guckt mir die Wunde an. Wir wollten demnächst aufbrechen, denke ich. Ich denke, wir sind in Eile. Nun gut. Dann werden wir wohl auch bei unserer Rückkehr vielleicht nochmal schauen. Was habt ihr denn vor? Ich glaube, je nachdem, wie lange ihr wartet, könnte es sein, dass sie verstorben sind, wenn ihr schon wieder hier seid, aber kommt natürlich auf eure Reise und auf eure Queste an. Wie lange halten sie denn noch durch? Ich gebe ihnen bei dem Zustand, sie deutet gerade dann auf denjenigen, der vor ihm liegt, er wird sicherlich noch 3 Tage haben. Der Rondra-Kulot Talion von Bremor wird und des Alters ich schätze, dass er eine Woche.
Bossi, kann ich mal irgendwas würfeln, wenn ich mir das angucke? Heilkunde Wunden oder keine Ahnung? Ja klar, du kannst Heilkunde Wunden würfeln, wenn du magst. Du siehst auf alle Fälle, dass das Laken, auf dem er liegt, schon bräunlich verfärbt ist. Also nicht wirklich verkrustet, aber das Blut ist da schon eingesogen und ist schon mit sehr mit einer Erschwernis alt. Oder einfach? Nee, kannst einfach mal würfeln. Schauen wir mal, was da so bei rumkommt. Zähl mal ab, wie viele Leute liegen hier denn? Du guckst, bist dir nicht ganz sicher, wie viele von denen noch leben, aber 6 werden das sicherlich noch sein, die da sich noch winden. Ob die alle wegen dem Blutfaust tot sind, das weißt du natürlich nicht, aber diejenigen, die jetzt hier noch liegen und keine heilenden Wunden mehr haben oder nie verheilende Wunden haben, sind ja 6 Leute. Okay. Dass sich bei Toten dann die Wunden schließen, wäre auch sehr ungewöhnlich. Heilkunde Krankheiten kann man da wahrscheinlich nicht drauf würfeln, ne? Also krank sind sie nicht. Ihr könnt das Ganze kurz betrachten. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten für solche Wunden. Ardo und Jalf ist das klar und Dorian sicherlich dann auch, weil er in der 3. Dämonenschlacht gedient hat. Das ist Dämonenwerk. Und mit einem Chor hat das wohl weniger zu tun. Sieht ganz so aus, als ob es gerechtfertigt wäre, dass der Chorgeweihte hingerichtet wird. Muss wohl sicher ein Irrtum sein. Ich denke nicht, dass einer meiner Brüder so etwas anrichten würde. Nicht auf diese Art und Weise. Die Frage ist die Motivation. Ich meine, was hat ihn dazu gebracht? Ist er besessen oder hat irgendetwas ihm diese Waffe untergejubelt? Oder? Also diese Wunde ist nicht natürlich oder durch, nennen wir es, göttlichen Einfluss entstanden. Magisch? Dämonisch. Dämonisch, ja. Also ich habe auch schon Chorgeweihte getroffen, die nicht mehr Latten am Zaun hatten. Ich erinnere mich da an einen. Aber... Nun, in der Tat haben sie ein wenig flexible Moralvorstellung. Der hat mich angegriffen, der Idiot. Dann habe ich ihn fast abgesoffen. Das muss ein Missverständnis gewesen sein. Ich gehe stark Nein. davon aus. Ich glaube, wir sollten uns dafür sorgen, dass wir die Waffe bekommen. Mir fällt gerade ein, euer Gnaden, es gibt doch in eurer Kirche so einen Krug, aber darüber weiß ich nicht sehr viel. Der könnte vielleicht helfen. Ihr meint den Krug der heiligen Lindegard? Genau der. Tatsächlich eine gute Idee, aber wenn ich richtig informiert bin, dann ist er verschollen und kann nicht mehr herbeigerufen werden. Woran dies liegt, weiß ich leider nicht. Seit wann ist das so? Sicherlich seit einigen Jahren. Wir hätten sie schon früher einmal brauchen können, aber ja, ihr habt recht. Eine gute Idee. Das Wasser, wenn man daraus Wasser schöpft und ihn dann damit beträufelt oder ihm etwas zu trinken gibt, dann sollte dies natürlich helfen. Ist das ein Hinweis, wo er verschollen ist? Ich glaube, irgendwo in den Schwarzen Landen. Vielleicht, als das damals noch keine Schwarzen Lande waren, sondern einfach nur Tobrien geheißen ward. Sicherlich im Zuge von den Eroberungen des Sphärenschänders, als er verschwunden ist. Aber welcher von seinen Paktierern ihn nun besitzt, das kann ich leider nicht absehen. Ich kenne mich damit nicht aus. Das wäre doch eine gute Queste mittelfristig gesehen. Doch wir sollten erstmal in Richtung Randolphs Forste. Denke ich. Kann man den Verletzten vielleicht ein bisschen Lebenszeit noch verschaffen mit lebensspendenden Maßnahmen? Balsam, du bist der Meinung, Balsam könnte tatsächlich kurzfristig helfen, aber nicht langfristig. Also damit kannst du eben vielleicht die 2 Tage geben, die ihr braucht, um dort anzukommen, ja? Ich habe gehört, dass das Horn eines Einhorns gewisse heilkräftige Fähigkeiten besitzt. Auch wenn es jetzt ziemlich schwierig wird, hier ein Einhorn herzubekommen. Ihr meint, das Einhorn muss getötet werden dafür? Ich habe noch nie ein Einhornhorn einem Einhorn abgenommen. Also, kann schon sein. Ich habe noch nie ein Einhorn überhaupt gesehen. Gibt's sie denn so oft? Nein. Aber im Süden gibt's Einhörner, die sind allerdings dicker und haben manchmal Fell. Im Süden gibt's dicke Einhörner? Ja, sie nennen die da, glaube ich, anders, aber ich denke, das tut nichts zur Sache. Wir sind ja in Eile, richtig?
Wo waren wir? Achso, ich habe übrigens einen Trank, den kann ich vielleicht entbehren. Einbeerentrank. Tierblättrig. Das ist auf alle Fälle auch hilfreich. Wie gesagt, ich hatte ja nach Heiltränken gefragt, aber die Herleitung reagiert nicht auf meine Bitten. Die brauche ich so oder so, für alle, die hier liegen. Ich habe ja noch mehrere Zelte. Dann wäre es mir eine Ehre, ich nehme den Trank raus und gebe ihn ihr. Ist allerdings nur zur Hälfte gefüllt. Danke, mein Herr Ritter. Also ich kann etwas bewirken, dass vielleicht der eine noch etwas länger durchhält, sodass wir dann noch rechtzeitig wiederkommen. Wenn ihr mögt, Herr Adeptus, dann sehr gerne. Ich nehme mich damit, wie gesagt, nicht aus, aber euch würde ich natürlich an ihn heranlassen. Ja, das dauert keine halbe Stunde. Also ich gucke auch zu den anderen. Ich denke, wir können nachher dann auch los. Weiß Waffnir, tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich muss hier auch raus. Der Gestank ist unfassbar. Genau, wir treffen die letzten Vorbereitungen und dann können wir sofort los, nachdem ihr hier fertig seid. Was für ein Gestank? Hier stinkt es wie auf einem Echsenfriedhof. Oh, ich finde das gar nicht so schlimm. Nun, ich auch nichts. Riecht etwas streng, das Gebiet. Es riecht nach Schlachtfeld. Oh, Fiona geht raus. Kann Alpharan sich neben ihm abknien? Genau, also ich würde mal so 10 oder ein bisschen mehr Punkte vielleicht nehmen. Ich guck gerade mal. Ja, kannst du beliebig viele Punkte in deinen Balsam reinsetzen? Wo schreibe ich die Punkte eigentlich hin? Schreibe ich dir die per PN oder? Nee, du kannst über Charakter allgemein kannst du dir die ASP abstreichen. 42 hattest du aktuell. Dann setzt du die einfach runter dann auf beliebig andere Werte. Und Stil echt bitte sprechen. Balsam Salabunde. Heile Wunde. Gut, so kannst du dich neben ihm abknien. Wird einige Zeit dauern. Du sprichst und singst die elfischen Worte, die dir helfen, die Matrix dann um seine Wunde zu legen. Und nach einiger Zeit betrachtest du sie und siehst, wie wohl weiter der Lebenssaft jetzt wohl etwas röter aus der Wunde herausfließt, aber gesünder. Er sieht gesünder aus. Ist auch nicht wach geworden, ist weiter in so einem Delirium. Gut, und der Akolut könnte es auch so noch machen. Ja, also, das sind definitiv, also jetzt, ich sag mal, 10 Lebenspunkte, das sind tatsächlich dann 2 Tage. Wenn du davon ausgehst, dass er pro Tag 1W6 an Leben verliert, dann das 2 Tage. Ich gehe dann zu den anderen danach. Kannst du nach draußen treten und so steht ihr dann in dem schwarzen Wald verheert. Ihr könnt noch einige Todesschreie vom Mythraelsfeld hören, die wohl aus anderen Sphären zu euch klingen. Vielleicht aus der 4., vielleicht aus der 7. Definitiv unheimlich und ihr bedauert die Menschen, die dann hier vor ungefähr 2 Monaten, 3 Monaten auf dem Feld standen und ihr Leben verloren haben. Und ich finde, wir geben eine hervorragende Truppe ab. Seid ihr alle bereit? Kann losgehen. Ja, kann losgehen. Vortrefflich. Ja, so brecht ihr auf. Es ist noch eine ganze Meile, die ihr dann durch die schwarzen Wälder hindurchgeht. Knacken von den toten Bäumen und das Schreien von weiteren... Ja, von Hall. Einfach von Hall. Hinter euch, wenn ihr euch mal umblickt, könnt ihr noch das schwarz aufragende Inferno erblicken, beziehungsweise Werheim mit den lichtlosen Flammen. Und je weiter ihr geht, desto mehr spürt ihr wohl, wie die Farbe aus der Welt weicht und ihr in eine Farbenfinsternis getaucht werdet. Dass alles nicht mehr bunt wird. Selbst die Bäume, die jetzt hier im Grün normalerweise erscheinen würden, selbst eure Kleidung verliert an Farbe. Sie dann vor einer Brücke steht, die aus Bäumen errichtet wurde, über die Gernot hinüberreicht. Der Fluss grob 70 Meter breit. Und ja, hier stehen weitere Pioniere, einige Zwerge, die noch gerade ein paar Riemen stramm ziehen und weitere von den Waldlöwen. Aber auch sie sind allesamt farblos.
Nur noch schwarz und weiß, hell und dunkel. Ich trete mal auf einen dieser Soldaten heran, an einen dieser Soldaten heran. Zum Gruße. Wer seid ihr? Sonderkommando, könnte man so sagen. Vom Erzmarschall, Reichserzmarschall, dem vom Berg geschickt. Von Leoma, okay. Ja, genau. Ihr wollt über die Brücke? Ja, genau. Eine weitere Frage. Ist das normal, dass hier die Fahrer verschwindet? Ach so, das, ja, das ist normal. Das ist von hier aus in Richtung, ich glaube, noch sicherlich einige Meilen nach Osten hinüberragend und nach Süden auch. Dämonenwerk. Ja, das hat irgendwas mit dem schwarzen Drachen zu tun. Wir sollen ihn nicht Rassasor nennen, aber keine Ahnung warum. Und befürchtet, ich hab was mit den Augen. ich sehe es sowieso nicht. Was meint ihr? Ich meine Farben. Ihr seht gar keine Farben. Brauche ich doch nicht. Zum Thesenzeichen braucht man keine Farben. Ja. Also wir sollten jetzt nicht so schwarz-weiß sehen. Vielleicht ändert sich das ja beim Randolphs Forst. Gut, wir müssen gut, da lang, richtig? Ja, über die Brücke. Dann seid ihr auf alle Fälle in der verwilderten Finstermark. Ja, ja. Ich wünsche euch da viel Spaß. Ihr solltet allerdings nicht auf den Straßen marschieren. Da sitzen allerlei Untüchtige. Irgendwelche Überbleibsel von der Schlacht. Ich habe gehört, dass ein Berler wohl ein finsterer, ich weiß nicht, Nekromant oder sowas sitzt oder irgendein Zauberer. Uns wäre nicht gut, die auszuschalten. Könnt ihr auch ausschalten, wenn ihr meint, dass ihr heldenhaft seid, aber da fliegen dann Dämonen in der Luft rum und so. Ledermäuse. Ich dachte, die sitzen auf dem Weg rum. Die sitzen überall, wenn ihr darüber geht. Ich bin ganz froh, dass ich da nicht rüber muss. Die ganzen Wahnsinnigen sind da wohl und versuchen, sich mit anderen abzugeben. Er wuschelt so ein bisschen mit seinen Händen in der Luft rum und hebt ihr so ein bisschen gruselig Lolgram und Paktira und sowas. Sprecht es doch nicht aus, verdammt. Hä? Was soll ich nicht aussprechen? Egal. Ich lass mir nicht von euch den Mund verbieten. Die anderen haben auch schon gesagt, dass ich den Namen Rassasor nicht sagen soll. Ich denke, wir haben alle benötigten Informationen, oder? Wir überlassen euch jetzt eurer Arbeit. Viel Spaß euch auch. Passt mir auf Werheim auf. Naja. Um mich auch zu Arbeit. Genug der Nettigkeit, weiter geht's. Mit den Schultern. Ich stapp weiter. Ja, die Brücke ist tatsächlich gut gefertigt. Wie gesagt, Zwerge, die dann hier Bäume gefällt haben und dann über die Gerner drüber gelegt haben, so ein bisschen befestigt haben von links und von rechts, dass es nicht abtreibt, wenn es dann aufliegt. Also die wissen auf alle Fälle, was sie hier tun. Führen wohl die Banner, vor allem diejenigen, die dann aus Torwall kommen, können das wohl erkennen, von den finsternen Bergen, die dann im Nordwesten von hier liegen, vom Finsterkamm. Also Zwerge aus dem Norden und nicht aus dem Süden, aus Xorlosch oder sowas. Aber nicht direkt Tarstern, oder? Wie gut kennst du dich mit zwergischer Heraldik aus? Wahrscheinlich nicht so gut. Warum nicht? Also Finsterkammgebirge. Wenn wir über die Brücke drüber sind, bleib ich mal kurz stehen, knie mich zu Mara herab, streichle den Kopf und würde ihr einen Befehl geben. Nämlich, dass sie zu dem netten Herrn gerade eben an der Brücke mal sich anschleichen soll und ihn kräftig anbellen soll und dann möglichst schnell wieder zu mir kommen soll. Hören wir das? Nee. Also du bleibst da einfach mitten auf dem Weg hocken und flüsterst irgendwas? Nö. Also beugst du deinen Hund ab und streichelt den Kopf, ja. Ja, daraufhin wird er sicherlich dann auch über die Brücke hinüberspringen, in einem Eiltempo, so leise wie eben möglich. Was hat er? Hat er Angst? Nein. Kommt gleich wieder. Hat wahrscheinlich Spieltrieb oder so. Meint ihr, wir schaffen das abseits des Weges, den Weg zu finden? Meint ihr, ihr schafft es? Hört ein kurzes Bellen und dann ein Scheißköter!
gezogene Waffen, Schwerter, dann werden die wieder zurückgesteckt, also Scharren. Ihr könnt sehen, wie der, mit dem ihr gerade eben gesprochen habt, wohl hinter dem Hund herrennt und jetzt gerade versucht, den Bogen von seinem Rücken zu ziehen. Euch versucht so ein bisschen, ja, hinterher läuft nicht ganz, irgendwann verfällt er wieder so einen langsamen Trott und bleibt dann stehen, guckt euch finster an. War das euer Ernst? Ich zuck mal mit den Schultern. Ich wedel mit den Armen. Alles als gut, ob wir alles keine gut. anderen Probleme hätten. Er hat nur gebellt. Hunde, die bellen, beißen nicht. Ein wenig Spaß muss sein. Gerade hier. Das findet ihr spaßig? Ein wenig. Na dann, lass uns aufbrechen. Ja, ich glaube, wir sollten den Weg Sollte euer halten. Hund einen Spaß mit mir machen, der so ist, bin ich mir nicht sicher, ob er das überlebt. Wie heißt der Hund eigentlich? Mara. Na komm, Mädchen. Weiter geht's. Ich denke, es liegt in der Natur eines Hundes zu bellen. Es ist nicht böse gemeint. Denke ich. Nein. Sie wollte ihm Manieren beibringen. Weil das die Aufgabe eures Hundes ist. Ich lache. Ja, Fiona guckt dich völlig emotionslos an. Ja, dann gehen wir weiter. Gut, dann würfelt mir doch mal bitte einer, und da dürft ihr euch jetzt gleich gerne überlegen, wer das tut. Ihr dürft gerne alle würfeln, aber bitte in die Box. Eine Wettervorhersage, und dazu zieht ihr mal bitte die Werte, wenn ihr das Naturtalent habt, vom THW in die Box. Das ist, das war schon mal richtig, unten links unter dem Modifier. Ja, wir haben Anfang Rondra, also sollte noch spätlicher Sommer sein. Die milden Temperaturen sollten euch dann auch einen Schlafplatz eigentlich überall zugestehen, wenn es nicht regnen würde. Und ihr seid euch nicht ganz sicher, aber weil im Ardo und auch Travigor, ihr meint wohl, dass es sogar hageln könnte, dass das Wetter umschlägt. Zumindest liegt es so ein bisschen in der Luft und ihr habt so ein kleines Gefühl im Finger, dass es vielleicht sogar noch blitzen und donnern könnte. Das sieht nach Sturm aus. Freunde, mir zucken alle Glieder. Ich glaube, es wird bald hageln. Mhm. Ja, wir sollten uns einen guten Unterschlupf suchen. Ich glaube, es macht nicht viel Sinn, weiterzureisen. Denkt ihr nicht auch? Wir sind gerade erst aufgebrochen. Ich denke, ein Stückchen können wir noch schaffen. Ihr solltet euch vielleicht ein bisschen mehr abhärten, wenn ihr auf solche Missionen geht. Vielleicht tut euch das ganz gut, wenn es euch mal auf den Kopf hagelt. Ein Vorschlag meinerseits. Lasst uns doch nördlich der Reichsstraße, ich denke, es ist eine Reichsstraße, bleiben und schauen, ob wir in irgendeinem, nach ein paar Stunden laufen, in irgendeinem Wäldchen Unterschlupf finden. Also wenn es da von Viechern wimmelt, müssen wir mal gucken, ne? Ja, das wäre halt... Ich glaube, es wird nicht sehr erholsam, wenn die überall ihr Unwesen um uns herum treiben. Das Gelände hier ist sowieso recht offen, also bis auf kleinere Wäldchen werden wir kaum Unterschlupf finden. Vertrau da voll und ganz euren Fähigkeiten. Wir sollten auf jeden Fall auch jeweils Wachen aufstellen. Vielleicht sogar zwei pro Wache. Natürlich, aber vielleicht sollten wir erstmal wo ankommen, wo wir uns unterstellen können. Verständlich selbst. Vielleicht wäre eine kleine Höhle oder so nicht schlecht. Da sind wir dann auch vor den Viechern besser geschützt. Wenn ihr weitergeht und gerade noch so ein bisschen die Reichsstraße benutzt, ihr könnt jetzt natürlich nach Norden oder nach Süden abbiegen und euch dann entweder oben oder unterhalb der Reichsstraße durch das Gelände schlagen. Ihr seht auf alle Fälle, dass unabhängig jetzt davon, dass es alles schwarz-weiß ist, die Getreidehalme, die hier auf dem Feld links und rechts neben euch im Wind sich so ein bisschen wiegen, sind schwarz und vermodert. Und auch die Steine, auf denen ihr geht, sind rissig und gespalten. So als ob, ihr kennt das von dem Boden, wenn es mal geregnet hat und dann die Sonne drauf scheint, dass es da so
verschiedene Rillen in der Erde gibt, aber das ist eben wohl auch bei dem festen Stein der Reichsstraße so. Ich könnte auch noch einige Spuren erkennen von sehr schwerem Gerät, was hier vor einiger Zeit entlang gegangen ist, und auch vielleicht Spuren von großen Tieren wie Drachen. Drachen? Also so große Drachen? Na ja, gut, müsste man jetzt Spuren lesen können oder eben auch eine Tierkunde haben, um das richtig einschätzen zu können, wie groß die Drachen dann wirklich sind. Auf alle Fälle, unabhängig davon, dass es keine Farben gibt und die Getreidehalme so sehr tot oder so sehr verseucht aussehen, wohl nie wieder gegessen werden können. Die Spuren sehen älter aus und Ardo, du bist der Meinung, dass das kleinere Drachen gewesen sind. So, du würdest sagen, vielleicht arm lang die Spuren. So, kein Kaiserdrache, das war nicht Rassasaur. Vielleicht ein kleiner Tatzelwurm. Sieht nach Tatzelwurm aus. Das sagt ihr so unbekümmert? Wie frisch sind die Spuren? Na, älter. Ich glaube, um die müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Geh mal hin, reiß mir so ein Grashalm-Weizen-Ding ab und brech einmal oben an der Ähre durch. Ja. Schau mal, ob da was drin ist. Du merkst auch, während du das schon anfäst, wie da wohl schwarzes Öl rausläuft. Und wenn du einmal den Halm oben brichst, kannst du wohl auch sehen, dass da das Innere hat sich komplett aufgelöst. Du siehst, wie kleine weiße Maden dann in deiner Hand zurückbleiben und dann versuchen so ein bisschen zu kriechen und wohl auch in deine Rüstung beißen, in deinen Handschuh. Also Alf handelt und schlägt mit dem Stab auf seine Hand, dass es rausfällt. Das hätte ich auch selber hingekriegt. Vorsicht! Dafür gibt's doch Handschuhe für solche Sachen. Was soll ich hier mit Handschuhen? Das ist gefährlich, das Zeug. Glaubst du, die Dinger können mich umbringen? Ja, das glaube ich. Sowas bringt mich nicht um. Es schadet bestimmt nicht, wenn man es nicht unbedingt anfasst. Mit bloßen Händen. Ich schüttel immer die Hand, dass dieser Matsch rausfällt, schmier mir das dann nochmal an der Rüstung ab. Und essen sollten wir das bestimmt ganz und gar nicht. Nicht davon aus. Ja, Ardo, du weißt natürlich, dass im Süden von hier, also auf der rechten Seite von euch, Binsböcke liegt, deine ehemalige Heimat, wenn man es jetzt nicht mehr so nennen würde. Vor euch müsste irgendwo ein Neu-Ostwerheim liegen. Es sind so zwei, drei Ställe, noch zwei, drei Bauernhäuser daneben. Aber wenn ihr mal die Hand anlegt und versucht, durch diese Finsternis zu spähen, ihr könnt da wohl nur noch Ruinen erkennen, die vor euch liegen und seit geraumer Zeit dann vor sich hin modern. Ich würde vorschlagen, dass wir zwischen... seht ihr die Ruinen dort vorne? Wo ihr es sagt, ja, tatsächlich. Das dürfte Neu-Ostwerheim sein. Ich würde es südlich umgehen wollen, zwischen dem Ort und Binsböckel durch. Und dann sollte im Norden ein kleines Wäldchen sein, in dem wir vielleicht Unterschlupf finden können. Also einen kleinen Bogen machen zwischen den beiden Ortschaften. Ortschaften sind verlassen, sagt ihr? Ich möchte mich nicht darauf verlassen. Hier ist der Schwarze Herzog durchgezogen, vielleicht liegt da noch etwas mehr. Ihr kennt euch aus, wenn ihr das vorschlagt, würde ich sagen, machen wir das so. Vortrefflich, genau das wollte ich auch eben sagen. Das letzte Mal, als ich in Binsböckel war, naja, die Toten lagen nicht. Nun, wo lang? Dort. Schaut vielleicht, dass ihr etwas gewürgt geht, dass wir uns ein wenig zwischen den Halmen verstecken können. Ich glaube nicht, dass wir zwischen diese Halme gehen sollten. Und ich glaube nicht, dass wir uns verstecken können. Müsst nicht aufmerksamer sein, als es ist, als wir es eh schon sind. Naja, die Dunkelheit sollte uns einigermaßen gut schützen. Dann vorwärts.